Herzlich willkommen zu einem Video von Let's Fun AFK Arena. Heute wollen wir 70 Helden ziehen. Ich habe genug Diamanten und Rollen gesammelt, damit wir das ziehen können. Wir fangen an mit den Wilderern. Da bin ich immer noch auf der Suche nach den richtigen und deswegen ziehen wir die jetzt hier. 20 mal spezielle Wilderer ziehen, bevor die Zeit abläuft. Ich hoffe mal, wir kriegen epische Karten. Also jetzt die erste Runde ist schon mal wieder scheiße, die ersten 10. Aber wir haben noch 60 vor uns, bin mal gespannt. Ein Elite. Immerhin. Oh, wir kriegen eine 9, cool. Lorsan. Ja, der ist brauchbar. Denke ich mal. Also ich habe den schon mal getestet und der ist eigentlich gut. Ah ja, stimmt, das kriegen wir auch noch. Beim nächsten Mal kriege ich, glaube ich, wieder die Karte, ne? Ah ne, kriege ich das. Okay, passt schon. Naja, Diamanten und wie gesagt, Rollen habe ich gesammelt, um hier zu ziehen. Oh, wieder eine Liter, welchen kriegen wir? Nara, okay. Die habe ich, glaube ich, auch. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level die gerade ist. Dem Helden entlassen. Oh, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Pech habt beim Ziehen. Also, ich finde, es ist richtig schwer, Elite-Krieger zu bekommen. Finde ich eigentlich richtig schade. Ich finde, da sollten sie die Wahrscheinlichkeiten mal ein bisschen höher setzen. Das wäre ganz cool. So, auf zu den nächsten 40 noch, ne? Ah, ne, 30 noch. Und nochmal Elite. Schon wieder Nara. Ich behalte mir mal hier einen von jedem übrig. Für die Quests. Das ist mal ganz hilfreich. So, letztes Mal ziehen hier. Let's go. Zwei Elite. Oh. So ein Rotz. Aber wir kriegen jetzt auch eine Elite-Karte. Oh. Kein Platz mehr in meinem. Kabuff. Wen holen wir uns denn? Wilderer? Lichtträger? Holen wir uns mal Wilderer nochmal. Los! Ich weiß gar nicht, wen ich mir hoffe. Okay, den auf jeden Fall nicht. Jawohl, nice. Okay. Ja, dann geht's jetzt ans Verbessern dran. 70 Helden gezogen. Wie viel Elite hatten wir jetzt? 4? 3? Das ist eigentlich richtig wenig. Jetzt können wir einiges hier verbessern. Erstmal die seltenen hier machen. Ich glaube, wir müssen das mal mit Autoaufstieg machen. Ich glaube, da macht er die direkt auf selten plus, oder? Machen wir eben kurz alle blauen weg und dann. Oh, hier habe ich jetzt viele. Wilderer geht jetzt ab. Da muss ich Aden nochmal auf Legendär plus machen, weil dann kann ich Nemora hochpushen. Ich könnte die auch jetzt schon hochpushen, aber ich will. Ich will Kass nicht opfern, das zeige ich euch gleich. Obwohl, so viele waren das jetzt gar nicht. Genau, Nara habe ich jetzt hier. Ich mach erstmal kurz die blauen weg. Die blauen sind weg. Okay, jetzt gucken wir mal eben kurz. So, hier brauche ich eigentlich auch noch für Legendär Plus Leute. Also ich könnte halt Hogan jetzt auf Elite. Ja, oder. Und mal Hogan. Zack, Elite, Hogan, zack, Elite Plus. Dann könnte ich Hogan auf Legendär machen, Legendär Plus. Ja gut, dann machen wir das. For the King! Machen wir Hogan auf Legendär Plus. Ist ja egal, wen. Ups. Ja, Fox müssen wir lassen, auf jeden Fall. Jetzt kann ich aber Fox auf. Boah, jetzt kann ich Fox richtig hoch machen. Passt mal auf jetzt. Hier Hogan. Und ich habe jetzt voll viele Fox gesammelt. Schau das mal an. Okay, zwei. Aber ich kann jetzt direkt auch mythisch pushen. Bam. Mythisch Fox. Nice. Richtig gut. Das hat sich schon mal gelohnt. Boah, Fox, ey. Geht jetzt richtig ab, der Typ. Ja, jetzt ist richtig Handenteil mir. Okay, was können wir hier machen? Wen habe ich denn hier auf Elite? Brutus nur. Hier können wir, glaube ich, gar nichts machen, gescheit. Ne, muss ich noch ein bisschen Futter sammeln. So, hier ist jetzt auch interessant. Was können wir hier machen? Elite. Habe ich eigentlich keine gescheiten. Also Nemora habe ich halt viel. Habe ich dreimal auf Elite Plus sogar schon. Ich könnte jetzt hier die machen.
Elite, Elite und dann Elite Plus, aber ich weiß ja nicht, ob mir das. Ach, hier habe ich auch noch mal Aden. Oder ich mache Aden. Eigentlich muss ich Aden machen. Obwohl eigentlich ist es auch egal. Wenn ich die mache, Elite, Elite, Elite Plus. Im Moment kann ich dann eh noch keinen auf Legendär Plus schieben. Ich könnte halt Nemora hier für Kass und für Aden opfern. Quatsch, Kass und Aden für Nemora opfern. Hätte ich Nemora dann auf Rot Plus und dann durch die drei Emoras, dann könnte ich die dann direkt auf Aufgestiegen Plus sogar machen. Das wäre richtig hoch. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Weil Kass wollte ich eigentlich sehr ungern opfern, weil die richtig selten ist. Ich glaube, ich lasse das nochmal. Ich überlege da nochmal. So, und hier. Elite haben wir den Sensenmeister. Den könnte ich auf Elite Plus machen. Wir machen erstmal Nara auf Elite Plus. Die habe ich jetzt auch schon zweimal, ne, yo. Dann machen wir jetzt den Sensenmeister hoch. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall Nara auf. Wir könnten. Das Problem ist, ich will Baden nicht opfern, ich will Pharahel nicht opfern und ich will Nara eigentlich nicht opfern. Das sind halt zu viele und Grizzle habe ich ja schon. Halt, ich muss aber ihn dann opfern, um die überhaupt hochzukriegen. Das ist halt die Frage jetzt, wenn ich ihn mache. Ich könnte halt wirklich Nara machen für Pharahel und den. Ach, dann habe ich die ja schon auf Legendär Plus, ne? Ach, ich brauch die ja beiden anderen ja gar nicht opfern. Jetzt habe ich die auch auf Legendär Plus. Jetzt ist die Frage. Ich könnte halt hier zum Beispiel Keltuo und Nara opfern für Grizzle. Quatsch. Grizzle hochpushen für Nara und Keltuo. Aber dafür fehlt mir halt noch ein Grizzle für. Ich lasse das erstmal so und überlege mal, wie ich das am besten mache. Was ist denn Smart-Aufstieg hier? Ach so, das. Ach so, so kann ich sogar abhaken. Ah. Nee, das mache ich beim nächsten Mal, habe ich. Dafür ist das da, okay. Ja, schreibt mir in die Kommentare, soll ich hier Kass und Aden opfern? Soll ich Nara und Keltuo opfern? Das ist eigentlich so die Sache, die mich im Moment so interessiert. Bei Nemora macht das, glaube ich, richtig Sinn, weil die ist dann richtig hoch. Aber bei Keltuo und Dings weiß ich nicht. Ja, müssen wir mal abwarten. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 70 Helden gezogen. Ich finde, wir haben einen guten Push gemacht. Fox ist richtig hochgegangen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn der jetzt überhaupt? 157.000. Das ist auch schon richtig hoch. Den könnte ich jetzt eigentlich auch ins Kristall tun. In den Kristall tun. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.